Rino Hischier, ihr seid der Papa von Nico Hischier, kommt jetzt gerade von der Bühne am Ring. Stellvertretend für euren Sohn habt ihr jetzt den Award gewonnen. Was ist das jetzt für ein Gefühl, vor allem wenn man den Sohn gesehen hat in der Live-Schaltung direkt von Kanada? Ja, ich denke, es ist ein sehr schönes Gefühl. Mal die Freude und Spass für die Kinder. Ich will dir sowieso alle Nachwuchssportler herzlich gratulieren, weil das ist alle hat es eigentlich verdient, die den Hüfe verzichten, wenn der Hüfe Einsatz, wir sind Ehrgeiz haben, aber ich habe Freude und Spass natürlich für ihn, oder? Und vor allem, dass er gesund ist und mit Freude und Spass drauf bleibt. Der Nico ist da oben zu Kanada wie ein Bomba eingeschlagen. Was ist das? Haben wir jetzt Angst, wie das weitergeht? Was passiert mit meinem Sohn? Ja, Angst in dem Sinne hat man nicht. Man weiß, wenn es im Sport, wie schnell das kann gehen. Wir hoffen, dass er gesund bleiben tut. Das kann man ein Stückchen beeinflussen. Ich denke, für ihn, dass er weiß, was für ein Ziel das er hat, dass er mit Leidenschaft weiterhin dabei ist und vor allem nicht Freude und Spass verlieren. Er hat in letzter Zeit viel Goal gemacht. Er war mit viel Goal beteiligt. Er hat sogar einen Hattrick gemacht. Jetzt redet man eventuell schon von einer Weltmeisterschaft. Was sagen dir da dazu? Gehört das mit der Weltmeisterschaft, habe ich in dem Sinne nicht mitbekommen. Er wird sicher die U20-Weltmeisterschaft, ist die Chance gross, dass er dabei ist, wenn er gesund bleiben tut. Ich denke, für ihn ist es wichtig, Schritt für Schritt zu machen, oder? Und einfach Bodenhaftigkeit nicht verlieren und wichtig, nicht Freude und Spass verlieren. Was heisst jetzt das für Weihnachten? Kommt er heim, der Sohn? Weihnachten, wenn er gesund bleiben tut und im Aufgebot ist für den Montreal mit der U20-Nationalmannschaft, kommt er nicht heim. Das heisst, er bleibt über Weihnachten ein Jahr da und dann geht wieder der Meisterschaftsbetrieb weiter. Also unter Umständen kann es völliger Schutz sein, bis er wieder zurückkommt. Wer hat denn mehr Heimweh, die Eltern oder der Sohn? Ja, wir bekommen von ihm nicht so viel mit. Zumindest sieht er es nicht, dass er fest Heimweh hat. Es ist weiter weg für ihn. Wer ist ein bisschen daran gewöhnt? Er ist nicht gerade Bären, sondern jetzt ist Kanada. Und ich denke, zu wissen, dass man gut geht, dass er Freude und Spass hat, das ist schon viel wert. Und als letzte Frage, wann habt ihr jetzt den nächsten Kontakt mit eurem Sohn? Aktuell läuft ja gerade das Spiel, oder? Ja, aktuell, es wird Zeit verschoben, aber wenn 4-5 Stunden sind, wird vielleicht ein oder andere Mal während der Woche mit ihm mehr Pressemails schreiben, vielleicht einmal skypen. Und wenn alles gut geht, werden wir sehen, wie nach einem Jahr an die Weltmeisterschaft zu gehen.